Hi, ich bin zum zweiten Mal jetzt hier an der Hängebrücke Geierlei und beim ersten Mal bin ich leider gescheitert, weil ich so Höhenangst habe und ich habe mir so vorgenommen, über die Brücke zu gehen. Und diesmal habe ich mich gewappnet und habe mir hier mein Krafttier, einen Löwen, zur Hilfe genommen, der mir Mut und Stärke und Selbstvertrauen gibt. Und dann noch Valor, ein Öl, was wirklich ganz toll ist, aus Weihrauch, Geranie, Kampfernholz, Schwarzfichte und blauem Rheinfarn. Und ja, das erdet und duftet total toll nach Wald und gibt einem Selbstvertrauen, nimmt die Ängste und ich hoffe, es gibt mir ganz viel Mut und Kraft, über diese Brücke zu laufen. Mal schauen, ob ich es mit dieser Hilfe und Verstärkung heute schaffe. So, dazu stecke ich mir mal meine Karte ein und mache mir hier einen Tropfen Valor auf die linke Hand. Am besten gleich zwei. Einmal drehen und jetzt trage ich mir das hier so auf die Handgelenke auf, in den Nacken, auf die Brust, dass ich auch immer schön den Duft habe und inhaliere jetzt mal ganz tief. Mal schauen, ob es jetzt klappt. So, hier ist die Brücke und jetzt bin ich mal gespannt, ob mein Mut bei mir bleibt. Okay, ich versuch's. So, ich gebe mein Bestes. Ich habe zwar ein mulmiges Gefühl, aber ich laufe jetzt einfach mal los. Sieht irgendwie so harmlos aus alles. Noch ist es auch ziemlich fest. Aber ich glaube, je mehr man da in die Mitte kommt, desto wackeliger wird es dann. Aber noch fühlt es sich ganz gut an. Ich schaffe das schon. Die Natur drumherum ist nämlich total gigantisch. Wunderschön. Die Sonne scheint. Nur noch fühlt sich alles ganz gut an. Ist auch zum Glück noch nicht so viel los. Ich glaube, dann wird es auch noch mal heftiger. Je mehr da drüber laufen. Jetzt sind auch gerade so ein paar Biker drüber gefahren, dann schwingt es noch mehr. Aber ich habe ja schon mal ein gutes Stück geschafft. Mit meiner Karte und dem Öl fühlt sich das bisher alles noch ganz gut an. Ich versuche auch einfach gar nicht viel zu denken und nur geradeaus zu gucken. Aber die Brücke ist 360 Meter lang und ich finde, es ist schon ganz schön lang. Und jetzt wird es auch wackelig. Aber ich kriege das schon irgendwie hin. Irgendwie. Jesus. Ich glaube, ich habe schon die Hälfte. Ich hoffe es zumindest mal. Ende ist schon zum Greifen nah. Ich glaube, die Seite ist aber auch meine gute Seite. Die andere Seite, wenn ich wieder zurück muss, ist, glaube ich, noch mal heftiger für mich. Als ich das letzte Mal nämlich unterwegs war, da habe ich total blockiert und konnte dann irgendwie gar nicht mehr laufen. Aber bisher klappt es wirklich ganz gut. Ich fühle mich auch echt gestärkt und ganz gut geerdet. Ich habe auch das Gefühl, so seit meiner Begradigung bin ich einfach auch viel mehr im Gleichgewicht und fühle mich viel sicherer und gerade und
Ja, das macht auch viel aus, dass man nicht so schwankt und einen guten Stand hat. So, jetzt kommt gleich Gegenverkehr. Aber ich habe es schon fast geschafft. Nur noch ein paar Meter. Fast durch. Und es fühlt sich so gut an. Boah. Ich hab's geschafft. Yeah. Cool. 5 Meter noch. Stolz jetzt auf mich. Ich habe es geschafft. Mit super Unterstützung. Und es hat geklappt. Und es fühlt sich so gut an. Meine Höhenangst besiegt und ja, die Brücke geschafft. Ich bin dankbar. So, jetzt der Rückweg. Aufs Neue. Ich hoffe, das klappt genauso gut wie der Hinweg. Ich gebe mein Bestes. Die Aussicht, die ist wirklich gigantisch. Und am Anfang ist es auch echt cool, da spürt man noch gar nichts. Es kommt dann erst in der Mitte, dass es schwankt. Ich zeige euch mal einen Rundumblick. Cool, ne? Und weiter geht's. Alles gut. Ich habe mir natürlich auch noch einen Löwen angezogen auf dem T-Shirt. Gibt mir Kraft. Der Löwe ist eh so ein tolles, stolzes Tier, der kennt keine Angst und der strahlt so eine Ruhe und Stärke aus. Und es überträgt sich jetzt einfach auf mich. Ich bin echt erstaunt, ich hätte gar nicht gedacht, dass es wirklich so gut funktioniert. Hat ja schon Bammel. Weil letztes Mal, da konnte ich kaum noch zurück, da hat alles blockiert und ich hatte total schwitzige Hände und ich konnte gar nicht mehr laufen. Das ist dann echt wie gelähmt. Und jetzt kann ich einfach laufen. Es fühlt sich so gut an. Cool. Ich habe auch erst gedacht, ich muss mich festhalten, aber ich glaube, das bremst einen nur aus. Einfach laufen ist, glaube ich, die beste Methode. So, als wäre es eine ganz normale Straße. Ganz normaler Holzpfad. Fühlt sich aber auch super stabil an. Ich glaube, wenn das jetzt Schnüre wären, wäre es noch mal heftiger. Außerdem habe ich jetzt ein schönes Ziel vor Augen. Jetzt geht es nämlich gleich vegan brunchen. Da freue ich mich schon total drauf. Ich glaube, deswegen werde ich jetzt auch immer schneller. Aber ich habe keine Angst. Das ist so ein gutes Gefühl. Vertrauen. Die letzten Meter. Cool. Ich hab's geschafft.
so genial. Ich freue mich.